Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele Ball, Freundinnen und Freunde. Ein sauer verdienter Feierabend für mich. Nein, heute habe ich den ganzen Tag rumgehangen, habe nur Olympia geguckt. Darüber wird gleich noch zu reden sein. Und natürlich gab es gar nicht so weit weg von hier, 80 Kilometer Luftlinie, den Auftakt zur zweiten Fußball-Bundesliga. Erste FC Köln gegen den HSV. Das klingt doch wie erste Liga. Und ich habe mir heute besorgt, mein Arbeitsmaterial für eine ganze Saison, den Bundesliga-Jahresplaner vom Kicker. Wobei man ja sagen muss, eigentlich ist das alles Unsinn, sich das heutzutage zu kaufen. Weil früher war das dann so, dass dieser Kader dann auch einigermaßen so blieb, aber da wird sich noch so viel ändern bis zum Saisonstart, da kann ich das alles überkleben oder wie auch immer. Ja, Köln hat 2-1 verloren. War kein gutes Fußballspiel, wollen wir ehrlich sein. HSV geht nach einem Torwartfehler glücklich 1-0 in Führung, legt nach, Köln drängt. So halbe Torchancen, einen richtigen Torjäger haben sie da nicht und am Ende stehen sie wieder, wie sie ja immer selber sagen, in der schönsten Stadt Deutschlands, das ist sie garantiert nicht. Mit leeren Händen stehen sie da, verlieren 1-2, schaffen noch den Anschlusstreffer. Der Ex-Trainer hat nicht übermäßig jubiliert, fand ich sehr angenehm. Und der HSV, das Spiel wird ihnen egal sein, Hauptsache gewonnen. Ja, aber eigentlich hätten die gar nicht spielen müssen, weil Jürgen Klopp hat das mal vor geraumer Zeit genau auf den Punkt gebracht, was denn so an Köln Besonderes ist. Bitte schön, Martin, ich habe es extra rausgesucht. Einblenden. Wie gesagt, 1. FC Köln, super Verein, sensationelles Stadion. Was eine Stimmung im Stadion. Und dann geht's Spiel los. Ja, liebe Kölner, nicht mehr ihr könnt ihm böse sein, mal ganz ehrlich. Er hat doch recht, er hat doch komplett recht mit dem, was er da gesagt hat. Stimmt's? Ja, jetzt muss Köln nach Elversberg. Uiuiui. Da kann man auch mal verlieren, wenn alles schief und krumm läuft. Und dann müssen sie im Pokal nach Sandhausen. Auch da kann man, für gar nicht hier irgendwie die Katastrophen, die fußballerischen Katastrophen an die Wand malen. So, dann war Olympia. Ich habe viel geschaut heute. Im Reiten haben wir wieder mal Pech gehabt. Die Handballer haben dann gegen Spanien mal gewonnen. Bogenschießen war Finale um Gold gegen Südkorea. Ich habe gelernt, Südkorea unschlagbar. Seit 240 Jahren gewinnen die olympische Goldmedaillen und Weltmeisterschaften. Die können das einfach am allerbesten. Muss genetisch bedingt sein. So haben sie die Deutschen dann noch geschlagen. Aber Silber. Silber ist doch auch was. So, was war noch? Dann habe ich gesehen, selbstverständlich Zehnkampf. Da liegt ein Deutscher jetzt vorne. Dem wünsche ich, dass er das auch morgen noch ist, aber wenn ich so insgesamt auf Olympia schaue, habe ich immer das Gefühl, am Ende geht's doch wieder irgendwie schief für Deutschland. Das ist ganz merkwürdig. Also auf die Bilanz bin ich gespannt, ganz am Ende der Olympischen Spiele in Paris. Aber ich glaube, ich habe es dir auch schon mal gesagt, ich sehe es so oder so gerne. Und wenn dann mal jemand aus Costa Rica gewinnt oder gar aus der Schweiz, warum nicht? Dann sind das eben halt die Olympiasieger und ich erfreue mich an der sportlichen Leistung. Und man muss ja nicht immer alles hier so durch die deutsche Brille sehen. Oh, und Deutschland muss Medaillen gewinnen. Wir sind keine so richtige Sportnation mehr. Jedenfalls nicht so wie früher. Ich glaube, es liegt daran, dass die jungen Menschen ein bisschen bequemer geworden sind bei uns. Und in anderen Ländern kann man vielleicht über den Sport noch den Sprung schaffen, raus aus irgendwelchen sozialen Problemen. Ich weiß es nicht, es ist so eine Vermutung von mir. So, Herz, Seele, Ball kommt wieder morgen. Da werde ich auch das Schalke-Spiel abwarten, damit ich da auch ein bisschen lästern kann über meine Schalker, wenn es denn schief geht, gegen Eintracht Braunschweig. Danke Jürgen Klopp für den netten tollen Beitrag. Wir sehen uns wieder morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.